Etwas bei Pass of Fire. Wir sind wieder zurück. Vor dem Portal. In die Nebel. Und ja, wir gehen rein. Da seid ihr ja, Kommandeur. Die Reise verlief nicht so glatt, wie ich es mir erhofft hatte. Hat das Portal nicht funktioniert? Wir sind mit Sicherheit nicht mehr im Grabmal. Es hat uns irgendwo hingebracht, aber... Kein Zeichen von den Göttern und auch nicht von unseren Gefährten. Das ist ja ein großartiger Anfang. Sie waren beim Betreten des Portals direkt neben uns. Sie können nicht weit sein. Kopiert euch mit euren Leuten neu, ja? Jetzt müssen wir sie finden. Und das sind die Nebel. Also, ist wirklich sehr neblig hier. Hallo? Ja, wie gesagt, das ist... Ich muss dagegen was tun. Das nervt so langsam ein bisschen. Also, dass sie das hier im Path of Fire immer noch mit drin haben, ist so ein bisschen... Das Käse. Ach, da hinten. Schau mal da. Da ist doch Ridlock Brimstone. Ihr habt es auch geschafft, hm? Nach einer kleinen Unannehmlichkeit, ja. Das ist es also? Wir sind in den Nebeln? Tief in ihrem Inneren. Dieses Gefühl würde ich jederzeit wiedererkennen. Es ist, als würde mir eiskaltes Wasser den Rücken herunterlaufen. Wo ist Kashmir? Wir haben sie nicht gesehen. Ja, die Götter der Menschen scheinen ihre Spielchen mit uns zu spielen. Na los, sie muss hier in der Nähe sein. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht, ne, da kommen wir aus dem Ring raus. Da hinten irgendwo. Gucken mal hier. Da! Da habt ihr es, Kommandeur. Begreift ihr es? Begreift ihr, wo wir jetzt stehen? Meine Hände zittern und ich kann es nicht kontrollieren. Ein Treffen mit den Göttern? Könnt ihr euch das vorstellen? Haltet noch etwas für mich durch, Cass. Oh, soll sie doch ihren Spaß haben. Schließlich wird sie schon bald ihren Schöpfern gegenüberstehen. Und glaubt mir, so etwas vergisst man nicht. Wir müssen sie trotzdem suchen. Irgendeine Idee, wohin wir gehen sollten? In den Geschichten wird nichts zu den Gebieten jenseits des Portals gesagt. Nur, dass es sich um einen Durchgang in die Nebel handelt. Das ist natürlich schön. Erkunde das Gebiet. Also wir haben ja etwas größeres Areal und das soll die Art, wie dieser Sandsturm an einem Ort verharrt ist, merkwürdig. Meint ihr, dort versteckt sich etwas? Sicherlich. Aber wir kommen nicht rein. Das heißt also, das ist noch irgendwie wichtig. Aber es muss irgendwas geben, womit wir das quasi auflösen könnten. Steht sich wirklich irgendwas. Hier vielleicht irgendwas? Das sieht doch sehr auffällig aus, oder? Da irgendwas? Können wir theoretisch mit den... Ah, nein. So, Mounts. Der Mounts da so
Also, wenn man da mit dem Mount... Also, wenn man da mit dem Mount reinlaufen möchte, ist da aber eine unsichtbare Wand. Warte, was ist denn hier? Oh! Das ist wunderschön. Schaut, der Sandsturm ist fort. Schauen wir einmal, was er verborgen hat. Aha! Gucken wir mal. Dieses Symbol! Wisst ihr, was es bedeutet? Nein, das wisst ihr doch. Das ist das Sigill der Sonnenspeere. Ein Symbol für die 8 Tugenden, die sie am meisten verehrten. Wir sollen diesen Weg nehmen. Die Götter haben ihn für uns gewählt. Da bin ich mir sicher. Ja, hundertprozentig. In dieser Vertiefung scheint ein Stück zu fehlen. Vielleicht ist es ganz in der Nähe. Schaut! Bei der Steinplattform fehlen Teile. Interessant. Ich frage mich, ob die fehlenden Stücke in der Nähe sind. Wir sollten uns umsehen. Was habt ihr da, Kommandeur? Auf dieser Platte sind Markierungen eingraviert. Und weitere Gravuren finden sich dort in der steinernen Plattform. Vielleicht gehören sie zusammen? Gib nur einen Weg, das rauszufinden. Mensch, du bist aber ein schlaues Bürschchen. Warte mal. Warte, müssen wir das jetzt richtig einsortieren oder wie jetzt? Das klang vielversprechend. Hier müssen noch mehr Teile dieses Rätsels herumliegen. Ah, okay. Ja, es muss wirklich in den richtigen Bereich rein. Aber wenn das in dem richtigen Bereich drin ist, dann bekommen wir so eine, einen Hinweis scheinbar, oder? Wir bekommen den jetzt nur einmal. Wir müssen leider ein bisschen searchen. Ich glaube, die searchen alle mit, ne? In eine Richtung. Gucken wir mal. Was gefunden? Ich weiß nicht genau. Wir sind hier auf der richtigen Spur. Antworten können nicht. Oh nein. Kann nicht mehr weit sein. Bin nicht sicher. Was ich als nächstes tun soll. Der Sonnenschirm hat den Sigil aus der Sonnenspeere. Ja, gut, das weiß ich. Das Zeichen. Ich kann mich ja auch irren, aber es könnte auch sein, dass es stimmt, ja. Bla bla. Hier ist irgendwie. Ja. Ich benutze Steuerung 1. Benutze mal meinen Mount, um hier ein bisschen zügiger voranzukommen. Na, Rödellock, hast du was? Vielleicht auch. Vielleicht, ne? So, ich bin hier auch aus Reichweite. Moment. Warte, da oben drauf? Ja, da oben. Ach so, okay. Ich habe ein Teil gefunden. Ich werde gucken, wo rein es passt. Da rein? Da rein? Ja. Da passt gar nichts rein. Hier.
Er hat Bing gemacht. Okay, alles klar. John war doch so richtig. Achso, wir brauchen 5 Dinger und haben schon 2 gefunden. Geil, wie kommen wir denn da oben hin? Mit dem Schwabbelmount hier? Tatsache. Ding Dong! Ich frag mich, wo denn die anderen sind. Da! Okay. Kann ich was? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier? Ah, bing! Die Glocke hat geläutet. Hier oder irgendwie Möglichkeiten, da besser hochzukommen als da. Okay, dann machen wir es so einfach. Ding Dong. Aber könnte ja noch eins sein. Da oben kann ich mir gar nicht so wirklich vorstellen. Da müssen wir dann nochmal erforschen. Weil wir brauchen dann ja nur noch eins. Nerv mich. Da waren wir ja schon. Nein. Na komm. Wo könnte noch eins sein? Da ganz oben? Ich weiß nicht, ob man da ganz oben hinkommt oder hin soll. Doch, doch, doch. Von der Seite sieht man das ganz gut. Da soll man hin. Ich nur die Frage. Falsches Mount. Sollen wir da jetzt mit dem Springer erstmal hier hoch? Dann. Vielleicht. Irgendwie hier so. Nein! Ah. Was ist das denn ein Abfuck hier? Ah, jetzt. Das ist schon echt, also ich muss sagen, das ist schon echt durchaus eine Herausforderung. Was das Ganze angeht.
die Sachen zu holen. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht, aber es ist machbar alles. So. Boss, wir haben Gesellschaft. Nur ein Wort und ich reiße sie in Stücke. Uns fehlen immer noch Teile dieses Rätsels. Was ist, wenn diese Geister mit dazugehören? Fragen wir doch einfach die Geister. Vielleicht sind sie hier, um uns zu helfen. Okay, es sind drei Geister. Nee, ein paar mehr Geister. Wir fragen einfach mal hier. Eigentlich mal. Um die Wahrheit zu... Um in die Wahrheit zu gehen, müsst ihr euch beweisen. Ich werde euch das Siegel der Ehrlichkeit geben. Wer seid ihr? Wir sind Dienerinnen der Kormir. Mein Name lautet Gundayo. Ehrlichkeit bedeutet. Bin bereit für eure Prüfung. Auf den Markt kommt ihr mit, wie euer Vater, einige Stücke Obst. Nee, auf dem Markt bekommt ihr mit, wie euer Vater einige Stücke Obst einsteckt, ohne dafür zu bezahlen. Stadtwache kommt und beschuldigt euch, das Obst gestohlen zu haben. Was tut ihr? Ja, also ihm sagen, dass euer Vater das Obst genommen hat und dann sich zu entschuldigen. Ihr habt richtige Antwort gegeben. So, geht denn und nehmt euch das Siegel Gundayos der gewahrten Ehrlichkeit. Also, da es Ehrlichkeit bedeutet, heißt das wahrscheinlich, wir sollen ehrlich sein und somit habe ich die ehrliche Antwort gegeben und somit... Ihr habt meine Prüfung gemeistert. Ja, vielen Dank. Was? Da, leuchtet ja auf. Die Scheibe passt, aber die Markierungen scheinen nicht zusammenzupassen. Versucht es einmal mit ein oder zwei Drehungen. Die Fackel wurde angezündet. Ihr müsst etwas richtig gemacht haben, Kommandeur. Achso, okay, das funktioniert. Der Befehl oder was? Wohl kaum. Ich werde die Geister haben, die gerade. Ich denke, die Geister, die gerade aufgetaucht sind, könnten es wissen. Er sollte sich vermöbeln und es herausfinden gehen, aber dann fängt etwas. Er fängt Cass an zu jammern an. Also sollten wir sie vielleicht fragen. Ja, es macht vielleicht Sinn, zu fragen. Der Fortschritt, Kommandeur. Ich überlege auch immer, was ich mit diesen Scheiben tun soll. Nee, ich weiß, was ich tun soll. Auch diese Scheiben sind Symbole. Vielleicht muss man sie aufeinander ausrichten. Habt ihr schon mal versucht, die in der Fassung zu drehen? Ja, habe ich schon versucht. Blöd bin ich nicht. Doch, eigentlich schon. So, gehen wir mal zum nächsten. Um etwas zu bekommen, muss man zunächst gewillt sein, etwas zu geben. Das ist die wahre Natur des Opferns. Wer seid ihr? Ich bin Yasvar. Bin hier, um die Sonnenspeere an die Wichtigkeit und Bedeutung der Opferbereitschaft zu erinnern. Okay, also opfern. Wir müssen also, wenn wir jetzt hier eine Prüfung machen, die Antwort geben, zu opfern wahrscheinlich. Ich wünsche eine Audienz mit den Göttern. Dann macht euch bereit, denn nichts, das von Wert ist, ist leicht aufzugeben. Achso, wir müssen kämpfen. Okay, ich bin bereit. Aber dann kämpfen wir. Wenn es das ist, dann... Dauert aber sehr lange zu besiegen. Obwohl die normaler Gegner ist. Müssen wir sterben? Also müssen wir uns quasi opfern? Oder müssen wir sie opfern? Ich töte sie erstmal. Also ich werde sie erstmal töten. Und wenn ich dann verkacke.
Wer weiß. Oder ist es einfach nur, ich opfere mich zu kämpfen oder so. Keine Ahnung. Wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach, wenn man sich einfach töten lässt, ne? Wir haben die Prüfung gemeistert, wir müssen sie wirklich töten. Dann gucken wir mal hier nicht. Da vielleicht? Nein, da nicht. Achso, das leuchtet ja mal so auf. Dann zack. Und es dreht sich. Aber die Fackel leuchtet nicht. Subi, das funktioniert ja schon mal sehr gut. Und, Leute, was ist wohl jetzt, ja? Die Folge ist vorbei. Das ist echt ein bisschen gerade krass mit den ganzen Sachen, was wir hier so machen müssen. Geht nächste Folge weiter? Hier immer noch? Also, es ist halt immer noch so. Path of Fire hat halt einfach echt lange Instanzen. Und ehrlich gesagt, warum splittet man die nicht einfach besser auf? Ja, das ist... Ja, das ist halt eine... Verstehe ich nicht so wirklich, aber... Gut. Guild Wars 1 waren die auch schon so mega lang. Und... vielleicht ist das einfach auch der Nostalgiefaktor, dass man die halt wieder so lang gemacht hat, wie sie auch in Guild Wars 1 waren. Gut, ist auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir hier weiter. Bis dann. Tschüss.